Och nee. Oh, Werner. Ja, mein Problem. Die Russen kommen. Nee. Zu einer kleinen Runde Survival Games hier auf Dust MC. Ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, ja, mach mal wieder ein Minigame und so. Ja, eigentlich bin ich ja der totale Hasser von Survival Games, aber ja, ich habe mir so gedacht, so Beastmode und so den ganzen anderen Kram, den ich sonst immer so zock, das kannst du nicht so alleine spielen und dann zieht dich das wieder so weit raus und naja, so gut bin ich in Survival Games leider auch wiederum nicht, aber scheiß drauf. Ja, ich spiel's eigentlich ungern, aber ich mach's mal einfach. So. Hier stehen jetzt die ganzen Idioten im Kreis. Da vorne sind die Küsten. Ui. Oh Gott, wir haben jetzt schon verkackt. Oh nee, wir haben Fisch und Spinnweben. Oh cool, wir sind die coolsten hier. Da macht mir Angst, der Typ. Schnell hoch hier. So, hier oben kriegt ihr mich nie. Jetzt müsste jemand kommen. Ah, hier ist eine Kiste. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und die Respawn. Also die Schutzzeit ist jetzt rum. Ja. Und wir haben keine Waffen. Nö. Gold und Leder nimmt sich nicht viel, ne? Wie viel haben die Leder? Ja, das weiß man nicht. Also beide nehmen sich nicht viel. Naja, ich lasse ihn doch lieber das Leder an, obwohl Gold ein bisschen besser ist. Denke ich mal jetzt einfach so. Und wir haben einen Pfeil und wir haben Fisch immerhin. Ein bisschen was zu essen hat man ja denn auch. Ich kenne mich auf dieser Map sowas von gar nicht aus. Das ist ja auch nicht das Problem, denn irgendwo heißt es ja Survival Games und ja, man weiß ja auch nicht mehr, wenn man so das eine auf Survival macht, dann weiß man ja auch nicht mehr, wo was ist. Und deswegen muss man das erforschen, aber ich vermute jetzt einfach mal ganz stark, wenn man hier schon hochmühselig klettert, dass hier auch eine Kiste ist. Und jetzt haben wir auch noch ein Schwert. Und nicht nur eins, sondern gleich zwei und ein Brustpanzer haben wir auch noch. Also Leute, das ist fast unter anderem mit Abstand die beste Survival-Games-Runde, die ich hier so hatte. Eigentlich bin ich der totale Noob in Survival-Games. Sag ich so offen und ehrlich, wie es ist. Da sind noch so ein paar Spawn-Camper, was die da wirklich wollen, das wissen sie wohl selber nicht. Ach, naja. Das sind wohl die Babos. Da hinten ist ein Schiff, aber da ist auch wieder einer am Wandern. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr auf die Idee kommt, hier oben hinzugehen. Ich wollte eigentlich gerade runterjumpen vom Baum aus. Aber ich habe es mir doch gerade noch so ein bisschen überlegt, ob ich das doch nochmal tue. Das ist vielleicht nicht so prickelnd, wenn da so zwei Leute campen. Nee, nee, nee. Dann haben wir nämlich so früh verkackt und dann ist die Aufnahme so früh zu Ende und nee, nee, das machen wir nicht. Aber der da hinten, den können wir doch aufs Maul hauen, oder? Naja, ich meine, so gut equipped sie wären, auch wieder nicht. Wir müssen erstmal gucken, ob wir irgendwo noch eine. Ist das da eine Kiste? Ja, ne? Ja, das ist eine Kiste. Aua. Hallo. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich meine, wir haben jetzt schon drei Pfeile. Wo bleibt der Bogen? Ah, der kommt auch ganz richtig, denn das können man denn. Hallo? Das ist doch ein Kürbis. Hey, hallo? Ich will den Kürbis. Ja gut, man kann nicht alle Server mit anderen Servern vergleichen, die sind doch alle ein bisschen vom Schema unterschiedlich. Auf Komma AD zumindest kann man auf jeden Fall die Melonenblöcke abbauen und dennoch essen. Naja, aber wir sind ja nun mal nicht auf Komma AD, sondern auf DustMC, denn hier spielen die Noobs. So wie ich. Und da vorne schon wieder eine Kiste, ich glaube, die haben wir schon geöffnet, oder? Kommt Spawn. das hättest du wohl gerne. Oder war eine Höhle, ne? Gucken wir mal gleich. Oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt brauchen wir nur noch ein Eisen, dann können wir uns ein Eisenschwert craften. Soweit ich weiß. Was ist hier drinne? Hier hätten sie wenigstens eine Truhe reinstellen können. Ich hab Angst. Gebe ich mal so offen und ehrlich zu. Obwohl, hier wird eh keiner sein. Davon gehe ich mal jetzt ganz stark aus, dass hier keiner ist. Aber da ist doch... Nee, das ist Erde, oder? Ja, das ist Erde, das ist keine Truhe. Wie viele sind denn noch? Das ist noch jede Menge eigentlich, ne? Gehen wir mal auf der anderen Seite raus am besten. Ich vermute jetzt einfach mal ganz stark, dass da keiner ist.
Da hinten läuft die Schwurbele. Nee. 12 Spieler verbleiben. Also wenn wir das jetzt auch noch in die Endrunde schaffen, dann habe ich mal was gerissen. Mehr oder weniger. Ich habe noch keinen Menschen getötet, aber ich habe auf jeden Fall was gerissen. Und ich werde der Noob-Dender sein in der Endrunde. Ah, naja. Immerhin, überhaupt zu überleben. Irgendwo hat der Survival nicht nur was mit Kämpfen zu tun, sondern auch was mit Überleben zu tun. Und dass ich mich auf diesem Berg verschanzt hatte, war gar keine dumme Idee. Eigentlich brauchen wir nirgendwo anders jetzt mal gucken, das haben die eh alles ausgeräubert, aber ich will einfach nur mal was aufreißen. Einfach mal so, man weiß ja nie, vielleicht ist da irgendwo einer, den man so mal so richtig aufs Maul hauen kann und so. Seerosen springen und so. War klar, dass man natürlich auch einfach mal ins Wasser geht. Also bis jetzt läuft das eigentlich ganz gut, aber ich denke mal, dass wir abkrebeln werden. Zumindest ich abkrebeln werde. Warum sehen die Spinnnetze in diesem Texture Pack so aus, als wären das Glasscheiben? Das sieht ja mal ja voll Gurke aus. Das sieht voll scheiße aus. Naja, hier ist auf jeden Fall eine Kiste und ich denke mal... Es war klar, dass da nichts mehr drin ist. Ja klar, da steht eine Brücke und ich nehme natürlich den Weg durch den Fluss, über den Fluss, in den Fluss. 9 Spieler verbleiben. Na, dann kann das ja nicht mehr. Kann ja nur noch schief gehen. Ach, naja. Ach, hier sind noch Lederstiefel. Kartoffel. Und Betten. Na, dann gehen wir mal eine Runde. Können wir nicht. Denn nicht. Ich wollte mich eigentlich nur mal kurz aufs Ohr hauen. Eigentlich müsste ich mal langsam jemanden töten, aber töten wird ja überbewertet. Man muss ja nicht immer diese Spiele aggressiv spielen. Man sollte ja auch seine Waffen nur in der Notwehr benutzen. Hm. Ja, und nach dem Motto gehen wir jetzt mal ran. Eigentlich ja nicht, aber... Ich meine, wenn uns keiner durch die Ohren oder durch die Augen, ne? Die Augen läuft. Das Deathmatch startet in 25 Minuten. Ne, so lange habe ich aber keine Zeit, meine Freunde. Ich mache da hier keinen 25-Minuten-Part draus. Immerhin, immerhin. Mal gucken, was wir noch so aufreißen. Ich denke mal, wir werden so oder so früher oder später sterben. Ja. 6 Minuten kämpfen wir uns jetzt hier schon durch. Ich meine, so lange habe ich noch nie in Survival Games überlebt, aber auf diesem Server ist das ja auch nicht schwer. So. Gehen wir mal zu diesem Bootswrack. Wir laufen mal Richtung Spawn. Man weiß ja nie. Manchmal können auch die Noobies, die Pros, ganz schön aufs Maul hauen, sag ich mal. Und das ist dann manchmal gar nicht so schlecht. Also es wurden schon endlich hier mit Diamant und Gold und Eisen und hast du nicht gesehen, Rüstung. User in your channel started recording. Ja. Das ist auch toll. Dass Teamspeak noch nebenbei offen ist und die anderen... Eigentlich bin ich ja gezaumhütet, aber... Wer auch immer das da die Erlaubnis bekommen hat, dass er jetzt auch aufnehmen darf. Naja, so ist das halt bei den Guten auf dem TS. 7 Spieler verbleiben. So weit sind wir denn doch schon. Warum sind die überall so Larvplatten? Das sieht ja mal voll kacke aus. Aber da irgendwo muss doch hier auch noch eine Truhe sein. Och nö! Oh, Werner! Ja, mein Problem. Die Russen kommen. Nee! Och nö! Och, Werner! Och nö! Nee, 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 nee! Ganz ruhig, chillt mal, meine Freunde. Ich bin doch. Nein! Ach, komm schon. Immerhin, wir haben uns gut durchgeschlagen. Eigentlich. Ich meine, wir waren da 6 verbliebene Spieler. Immerhin. Es ist ja eigentlich schon mal ein ganz guter Erfolg. Ja, und wir haben eigentlich auch eine ganz gute Aufnahmezeit erreicht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich am Ende ganz schön abgelost habe, was ja auch nicht immer Sinn des Spiels ist, dass man immer gleich gewinnen muss, aber ich meine, wir waren unter den Top 10 und das ist schon mal ganz gut. Ja, jetzt campen sie alle am Spawn rum, wie man sieht, und das ist schon nur noch Team. Nur noch Team, 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 und ich glaube, beim nächsten Mal hole ich mir auch einen Teampartner. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ihr seht ja, 4er-Team, dagegen kann man noch gar nicht antreten. Ja. Dann hoffe ich mal, dass es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich abgelost habe. Wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt es wie immer in die Kommentare, obwohl ihr es eh nie tut, aber scheiß drauf. Und bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Natürlich positiv, wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es auch gerne negativ bewerten. Aber es wäre dann auch nett, wenn ihr Verbesserungsvorschläge in den Chat schreiben würdet. Wenn ihr gerne mal mitspielen mit mir mitspielen wollt, wie auch immer, dann... meldet euch entweder über YouTube, irgendwie, ich habe da ja auch so eine Kontaktseite und da könnt ihr dann mich auch kontaktieren.
auf jeweils Social Network Plattformen oder auch könnt ihr das, da werde ich nochmal vielleicht auf meiner Website so ein Kontaktformular einrichten, wo ihr das denn auch machen könnt. Also was ihr so benötigt, um mit mir aufnehmen zu können, welches Mindestalter, das ist so ein bisschen ne, Abonnentenzahl, je nachdem, wenn ihr nicht auf YouTube seid, ist es auch nicht so schlimm, aber wenn ihr auf YouTube seid, sollte das nicht jetzt zum Zwecke eures Pushes sein, dass ihr gepusht werden solltet damit, wie auch immer, ihr wisst ja Bescheid. Ja, dann will ich nicht weiter um den heißen Brei quatschen, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, wir sind jetzt auch schon bei den 10 Minuten so gut wie angelangt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, guten Tag, morgen, Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt, gar nicht von einem YouTuber geklaut, heiß drauf, sagt man aber auch so, ne? Dann tschümmerdö und bis zum nächsten Video, tschüss, euer Marci.